Das, was mich am Fernsehen stört, ist etwas, was mit dem Fernsehen direkt eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern berührt genau das Thema, was wir eben berührt haben. Nämlich, dass mit dem Fernsehen Politik gemacht wird. Und dass, dass es leider nötig ist, dass es tatsächlich, ich gebe es zu, nötig ist, dass sich politische Funktionäre ums Programm kümmern, weil sehr viele Fernsehleute es nicht lassen können, ihre eigene völlig unmaßgebliche politische Meinung über den Bildschirm verbreiten zu müssen. Ja, Moment mal. Es ist wahr. Es ist so. Ja, aber du kannst doch die politische Meinung von einem Menschen nicht abstrahieren. Du kannst doch nicht verlangen, dass er plötzlich seine politische Überzeugung in dem, was er macht und denkt, plötzlich beiseite lässt, oder? Einmal würde ich sagen, doch. Er kann natürlich jederzeit einen Mann hinsetzen vor den Bildschirm, wo drunter steht, hier spricht die CDU. Dann hat er eine halbe Stunde und kann sagen, was er will. Dann kommt der Mann und sagt, hier, ein neuer Mensch, drunter steht, hier spricht die SPD, soll sagen, was er will. Dass aber da einer so tut, als sei er im Besitz der Wahrheit und sagt, er sei ganz objektiv. Was er in Wirklichkeit macht, ist, dass er in schlimmster Werbemanier seine persönlichen politischen Ansichten verkauft. Es ist widerwärtig. Vielleicht tut es wirklich unbewusst. Nein. Solange dies nicht geändert wird, haben die Parteien und ihre fürchterlichen Funktionäre das Recht und die Pflicht, in das Fernsehen hineinzureden. Erst wenn sich Fernsehleute dazu bereit finden, dass sie aus ihrer politischen Ansicht ein Rätsel machen, wie wir es wörtlich gesagt haben. Das heißt, wenn man einem Fernsehmann einfach nicht ansieht, welcher Richtung er angehört, das kann er ja persönlich äußern, aber um Gottes Willen doch nicht auf dieser verdammten Mattscheibe. Also du verlangst das wirklich Unmögliches, entschuldige mal. Ich verlange das, was da ist. Wenn einer im Fernsehen nicht das Unmögliche leisten kann, dann soll er es lassen. Dann ist er nämlich dort nicht am richtigen Platz. Aber ich meine, das ist eine Apotheose der Ausgewogenheit, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und zwar die Ausgewogenheit hat bei jedem Einzelnen persönlich stattzufinden. Insgesamt aber ist der richtige Platz eines verantwortlichen Fernsehmachers zwischen allen Stühlen. Jawohl, und nicht auf denselben.